So, ich bin's mal wieder. Ich bin jetzt gerade in Berlin hier, in Fürstenwalde-Spree. Und jetzt fahre ich so rein nach Berlin bei den Orlex zu so einer Casting-Agentur. Mal sehen, was die mir so anzubieten haben. Oder was ich denen anzubieten habe, kann man ja immer von beiden Seiten aus sehen. Aber Hauptsache flexibel, sage ich ja immer. Das ist ganz wichtig. Und sonst, ich muss sagen, was ich hier so gesehen habe, so in der Ex-DDR, ich finde das gut. Der Bahnhof, ein Raucher- und ein Nichtraucherbereich. Denn seit ich nicht mehr rauche, bin ich ja militante Nichtraucherin, das gebe ich ja zu. Und das ist schon angenehm, jetzt nicht direkt neben sich jemanden stehen zu haben, der hier alles vollqualmt. Auf jeden Fall ist es das. Und im Bus, da konnte ich mir doch gleich eine Karte kaufen, die auch für den Regionalzug und den Bereich da mit drin ist und wieder zurück. Nicht so wie in Hamburg, wo das dann immer alles extra geht. Und ich dann wieder überall gucken muss, da, wo ist jetzt ein Automat. Und wenn ein Automat ist, dann nimmt er wieder nicht das Geld, was ich habe. Und ne, der ganze Kram, die kennen das ja. Jetzt drücken Sie mal den Daumen, dass es gleich gut läuft mit dem Casting. Und vor allen Dingen, dass ich den Weg dahin finde, denn ich bin da ja nun ortsfremd. Ich habe zwar eine Wegbeschreibung dabei, aber ach Gott, ich habe mich schon ein bisschen nervös. Wenn ich erstmal da bin, dann wird sich das widerlegen. Zum Glück kann ich ja nachfragen. Dann, ja, Sie drücken mir die Daumen, ich drücke Ihnen die Daumen für was auch immer. Toi, toi, toi und bis zum nächsten Mal.